Hallo und herzlich willkommen hier bei LS 2013 und einer weiteren Mod-Vorstellung. Ja, wir testen hier einen Sprinter mit Anhänger von Agravis Technik. Ja, alles in weiß gehalten, also ja, viel Spaß beim Putzen andauernd. Sonst einfach ein stinknormaler Sprinter mit ein bisschen Aufschrift und ein passender Anhänger dazu. Zwei Achser, passt. Agravis Technik, schön drauf, alles drum und dran. Ja, ihr müsst euch den Mod runterladen, einmal entpacken und dann erhaltet ihr zwei Dateien, die ihr in den Mods-Ordner packt. So, wir testen gleich mal rundumleuchten. Schaut ziemlich gut aus, schön animiert, funktioniert alles einwandfrei. Dann hat er wahrscheinlich Blinker und das Ganze sowieso. Ja, hier hat er oben auch nochmal zwei Blinker, das ist gut. Ja, das passt. Ich schätze mal Rückfahrlicht und so sollte kein Problem sein, Bremslicht. Ja, funktioniert alles einwandfrei. So, von außen haben wir ihn angeschaut, jetzt schauen wir ihn von innen mal an. Ja, auch alles schön. Hier haben wir einen kleinen Laptop mit Navi drauf, damit wir auch den richtigen Weg finden. Schöner Mercedes, gut. Aussteigen wollte ich eigentlich nicht, aber ich weiß jetzt nicht, kann man die Türen so öffnen? Was? Ah, da können wir reinschauen. Okay, die Türen kann man nur von innen öffnen, also hier sieht man. Umschalttaste links 7. Okay. Genau, geht hinauf. Also man muss die Größerschreibtaste und die 7 drücken. Ganz neues, ganz mal was anderes. Normal wird das alles über ein Numpad gesteuert, aber okay. Geht auf, zu, dann die 8. Geht die Tür auf, auch alles wirklich professionell animiert, wie man sieht. Hier drin haben wir ein bisschen Gefahrgut, was nicht gesichert ist, also nicht angekettet und so weiter. Machen wir lieber zu, wenn sonst fliegt uns die ganze Sache um die Ohren. So, Taste 5 haben wir. Ja, die Tür auf. Und Taste 6 wahrscheinlich die andere Tür. Ja, genau so sieht's aus. So, dann hängen wir mal den Anhänger an. So, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Schauen, ob wir das schaffen. Oder ich zumindest. Ja, zu weit. Na, wirst du. So, genau. Ja, jetzt sieht man auch unten schön, dass man jetzt durchgestrichen hat, wenn man durch G wechselt, damit man genau sieht, welchen Anhänger bzw. welches Gerät ausgewählt ist. So, jetzt haben wir Anhänger ausgewählt und da sieht ja die Sache auch nicht schlecht aus. Wir haben Tür hinten in Nummer 7. Geht diese Tür auf, Nummer 8. Ne, 9. Geht die andere Tür auf. Und da haben wir jede Menge Saatgut drin. Also ich schätze, damit kann man die Seemaschine befüllen. Denke ich mal. Jetzt sollten wir nochmal G und Blinker, dann sollte hinten auch mitblinken. Ja, auf alle Fälle. Gut, dann testen wir mal das Fahrverhalten. Ziemlich gut, gefällt mir. Ja, funktioniert eigentlich einfach frei. Wenn wir mal reinsetzen und dann. Mir kommt vor, dass die Kameraansicht ein wenig hoch ist, aber soll uns ja nicht stören. Schön wir hier noch ein paar Spiegel haben, damit wir auch hinten sehen, wo unser Anhänger rumtanzt. Ja, funktioniert alles spitze. Lass mir mal hier voranfahren. Wir schauen mal in den Shop. Hier ist er, unser schöner Mercedes Sprinter 311 CDI. Ja, hier eine schöne Beschreibung. Unterhaltskosten sind 10 Euro. Das funktioniert. Und hier auch der Anhänger. Auch alles schön. Da sind halt keine Unterhaltskosten angegeben, aber wird wahrscheinlich auch 10 Euro sein. Preis ist okay, 33.000 für Sprinter und 11.000 für den Anhänger. Gut, dann schauen wir nochmal in die Lok. Die Lok sagt, Gasträger, ja, moves, okay, das ist egal. Also es funktioniert ohne Fehler. Den Warning einfach ignorieren, das ist nur, dass er den löschen will. Also der komplette Mod ohne Fehler, das schaut gut aus. Fahren wir nochmal eine Runde. Wir haben einen Crash, wer wird das zahlen? Ich nicht, weg da! Für den Autofahrer, ja, was wird denn das jetzt? Lass mich hier durch, ja, jetzt schummelst du dich da vorbei, oder was? Weg da, tütüt, ich hab Vorrang. Ich bin das größere Gefährt, merkt ihr euch das? So, hier nochmal ein Gesamtbild, schaut echt gut aus, der Mod, gefällt mir. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Mod und wir sehen uns in der nächsten Mod-Vorstellung. Weitere Mod-Vorstellungen findet ihr auf meinem Kanal. Einfach mal vorbeischauen. Ja, viel Spaß. Ciao, Leute.